Ja, willkommen zurück. Nachdem ich euch im ersten Teil hoffentlich motiviert habe fürs wissenschaftliche Schreiben, ist jetzt der Teil mit Hinweisen, mit Hilfestellungen, die für euch gelten, der Fokus darauf ist, wie ihr jetzt eigentlich euer Proseminareinreichung, euer Proseminarpaper schreiben sollt. Und da ist der Hauptfokus auf der Struktur, weil die primäre Kompetenz ist, die ihr hier in diesem Proseminar erreichen sollt. Wir werden da uns so ein bisschen leiten von dem Ziel, wo ihr mal hin wollt. Wir werden mal auf eine Masterarbeit drauf gucken, wie da die Struktur aussieht. Ich hatte im letzten Teil schon angedeutet, dass so eine Reise durchläuft im Studium durch verschiedene Stadien und Kompetenzen des wissenschaftlichen Schreibens. Und am Ende steht, zumindest für die, die sich für den Master entscheiden, dann eben auch noch die Masterarbeit. Wir werden dann noch ein bisschen konkreter werden auf die konkrete Struktur für ein solches Literaturüberblickspaper, also English Survey Paper. Und da möchte ich euch ein paar Hinweise an die Hand geben. Was ist der Zweck von einem jeden einzelnen Abschnitt mit Hilfe von so einer einzelnen Frage? Und am Ende möchte ich schließen mit aus meiner Erfahrung so ein paar typischen Probleme, die beim Schreiben auftreten und wir damit umgehen könnt, um euch da ein bisschen besser zu unterstützen, einen guten Einstieg zu finden ins wissenschaftliche Schreiben. Dann viel Spaß dabei und wir fangen erstmal an, warum brauchen wir überhaupt Struktur? Und dazu zwei zentrale Fragen. How to encode a web of related thoughts and ideas as a linear stream of text? Also, wenn ihr Gedanken habt über irgendein Thema, dann sind die ziemlich unsortiert typischerweise. Ja, dann ist man hier mal unterwegs und da mal unterwegs und das ist gut, so funktionieren wir eben, dass wir eben Gedanken haben und die sich eben sozusagen frei in irgendwelche Richtungen bewegen. Aber jetzt ist es natürlich das Schlechteste, was man irgendwie machen kann, so wie die Gedanken kommen, das runterzuschreiben. Wir kommen da auch im dritten Teil nochmal drauf. Struktur ist das wichtigste Element beim wissenschaftlichen Schreiben. Ihr wollt eure Ideen, euer Web von Gedanken, eure Menge von Gedanken, die irgendwelche Verbindungen und Assoziationen haben, wollt ihr in einen linearen Text bringen. Und dieser lineare Text soll eben auch ermöglichen, in diesem Text zu navigieren und relevante Teile zu sehen. Das ist tatsächlich auch in den späteren Teilen zum wissenschaftlichen Schreiben, werden wir das auch noch behandeln, dass man nämlich irgendwann, wenn man tausende wissenschaftliche Veröffentlichungen angucken muss, zum Beispiel in einer Literaturstudie, dann kann man nicht mehr alle vollständig lesen, bis ins Detail jeden Satz durchdenken, sondern dann muss man anfangen zu gucken, welche Arbeiten sind eigentlich relevant für mich und dann liest man die selektiv, dann liest man gewisse Teile davon. Das ist jetzt noch nicht so relevant. Beim Proseminar geben wir euch eine kleine Menge von Literatur. Ihr solltet euch noch ein bisschen was selbst suchen. Aber diese Arbeiten, das sind typischerweise so überschaubar viel, dass ihr die komplett noch lesen könnt. Aber schon mal als Vorbereitung, diese Struktur ist deswegen notwendig, weil wir später Leser dazu bringen wollen, dass sie eben auch Teile oder eben das, was sie eben gerade interessiert, eben wissen, an welcher Stelle sie diese Informationen finden. Gut, und damit sozusagen so ein bisschen Motivation und dazu zwei Hinweise. Das eine ist eine Veröffentlichung zur Forschung, da zählt, man kann relativ plakativ gesagt, einfach das Ergebnis. Ja, euer Weg dahin, der ist dafür eigentlich nicht mehr so relevant. Ja, also das Schlechteste, was man jetzt irgendwie machen kann, ist zu sagen, am ersten Tag habe ich folgende zwei Paper gelesen und hatte folgende Einsicht. Am zweiten Tag habe ich das Paper gelesen und das andere nochmal und habe das und das nicht verstanden. Also dieser Vorgang, wie wir quasi Forschung machen, wie ihr Literatur lest, wie eure Erkenntnisgewinn ist, der hat nichts damit zu tun, wie man eine wissenschaftliche Veröffentlichung strukturiert, sondern da ist der Fokus auf den Leser. Und auch da, gerade als die meisten Zuhörer sind natürlich Informatiker, das heißt, da ist es relativ ähnlich wie beim Programmieren. Beim Programmieren hat man inzwischen auch verstanden, man schreibt ein Programm nicht für den Compiler, sondern man schreibt ein Programm, damit andere Personen das leicht lesen können. Und genauso ist es hier auch, wenn ich eben wissenschaftlich schreibe, dann immer mit dem Zweck, dass es möglichst einfach verständlich ist für den Leser. Und da sind wir auf einem ganz anderen Level als Prosa, weil da möchte man irgendwie auch
ja, das schön ausschmücken. Und gerade im Deutschen versucht man dann super lange Sätze zu machen. Und ihr merkt es schon, dass ich jetzt auch allein mit meinem Text ausschweife und hier noch einen Gedankenstrich und da noch ein Komma. Das möchte man auf jeden Fall vermeiden. In der Wissenschaft brauchen wir kurze Sätze und wollen sozusagen die Gedanken sehr einfach präsentieren. Jetzt ist es so, dass unsere Gedanken, das hatte ich eben schon mit diesem Web of Thoughts, die sind eben nicht linear und die sind weder linear für den Leser als auch für den Schreiber. Das heißt, wenn ihr schreibt und einfach immer aufschreibt, was euch gerade in Gedanken kommt, dann ist es das Schlimmste, was ihr für den Leser machen könnt. Aber für den Leser muss man auch erlauben, mal mit den Gedanken abzuschweifen, über was anderes nachzudenken als das, was ihr gerade diskutiert. Und den wieder abzuholen, den wieder mitzunehmen. Da kommen wir sozusagen eher bei dem wissenschaftlichen Schreiben 2 und 3 dann drauf, wie wir das unterstützen können. Gut, neben der Struktur, ja, oder die Struktur gucken wir uns jetzt mal an, am Beispiel einer Masterarbeit. Das ist eine Masterarbeit, die ich auch betreut habe und die insofern interessant ist, weil sie sozusagen als laufendes Beispiel immer mal noch wieder interessante Facetten bringt. In der Masterarbeit hier ist jetzt so, jedes Inhaltsverzeichnis von der Masterarbeit sieht irgendwie unterschiedlich aus, aber es gibt eine gewisse Grundstruktur, die man irgendwie wiederfindet. Es geht hier oben los mit einer Einführung, Englisch Introduction. Hier sind es jetzt so 3, 4 Seiten. Und der zweite Teil, der heißt manchmal einfach Grundlagen auf Deutsch oder Background auf Englisch. Das sind Informationen, die man mitgeben möchte, die nicht über den Stand der Technik hinausgehen, sondern die eigentlich den Leser unterstützen sollen mit Wissen, was man braucht, um den Rest der Arbeit zu verstehen. Und hier stellt man sich zumindest bei einer Bachelor-Masterarbeit typischerweise auf den Standpunkt, gesetzt den Fall, meine Leser für die Masterarbeit sind aus der gleichen Fachrichtung, sind also andere Studenten oder auch sozusagen, also Poststudium-Personen, also die mit das Studium abgeschlossen haben. In diesem Bereich, was können die wissen? Was sollten die wissen? Das heißt, ich kann hier nicht bei Adam und Eva anfangen, ja, also bei dem Prinzip Eva, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Hier erklärt man auch nicht, was ein Sortieralgorithmus ist, sondern hier zeigt man das, was in einem typischen Informatikstudium nicht enthalten ist, was man eben noch zusätzlich wissen sollte. Und dann kommen die eigentlichen Beiträge und hier nochmal der Verweis auf den letzten Vorlesungsteil, wo ich euch aufgezeigt habe, dass es so 5 Arten von wissenschaftlichen Beiträgen gibt. Und der erste hier steht für Theorien. Das ist auch ein Grund, warum ich diese Masterarbeit hier gewählt habe, weil da alle wissenschaftlichen Beiträge dann auftauchen. Das ist aber das nicht der Standardfall. Dann gibt es einen konzeptionellen Beitrag mit sozusagen Algorithmen. Dann gibt es hier ein Kapitel, wo es um Werkzeugunterstützung geht um Tools, um Software, um Artefakte, also das, was sozusagen die Wissenschaft ermöglicht. Und hier dann die empirische Auswertung. Das heißt, die Algorithmen aus Kapitel 4 wurden passend zur Theorie aus Kapitel 3, wurden in Kapitel 5, wurde die Implementierung dazu besprochen und in Kapitel 6 wurden dann Messungen auf diese Implementierung gemacht, um zu gucken, wie schnell ist das Ganze und ist es eigentlich ein Problem, was wir hier in der Forschung studiert haben? Dann sehen wir hier so einen Abschnitt Related Work und das ist im Wesentlichen das, was wir jetzt von euch erwarten in einem Proseminar, dass ihr so einen Überblick über die Forschung gebt und hier der Sinn und Zweck von diesem Abschnitt ist eben zu zeigen, was mache ich eigentlich besser als der Stand der Technik. Die Arbeit endet typischerweise mit einem Fazit, Englisch Conclusion. Manchmal separat als Kapitel eben Future Work, also zukünftig arbeiten, was kann man noch tun danach und manchmal ist es auch enthalten in dem Fazit. Dann kann es ein Appendix geben, also weitere Daten, irgendwelche Sachen, die eben nicht gut in die Hauptarbeit reingepasst haben, aber wo eben interessierte Personen Sachen zum Beispiel, um Sachen zu replizieren, nachlesen können. Und dann in der Literatur, das heißt, was habe ich für andere Literatur verwendet? Und das ist natürlich ganz wichtig, da sozusagen möglichst vollständig zu sein und die Sachen alle anzugeben, die man auch verwendet hat. Gut, die Struktur einer Masterarbeit soll jetzt eher eigentlich euch so ein bisschen motivieren und zu sagen, okay, also da möchte ich irgendwann hin und ja, euch sozusagen ein bisschen mit oder so ein Ziel vor Augen zu geben,
Wir wollen euch irgendwann in diese Lage versetzen, eine solche Masterarbeit zu schreiben und die auch sehr gut zu schreiben und wissenschaftlich zu arbeiten und gleichzeitig auch das gut in einfacher Sprache sozusagen kommunizieren zu können. Beim Proseminar verfolgen wir eine typische Struktur und da ist es auch nochmal in jedem Falle da nochmal auch mit den Betreuern. Die haben da das letzte Wort, wie die Struktur aussehen soll. Aber eine typische Struktur möchte ich euch hier trotzdem mit an die Hand geben und dazu ein paar Worte erzählen. Zunächst mal haben wir einen Titel und Autoren. Also Autoren ist relativ klar, das seid in dem Fall nur ihr. Ja? Also als eine einzelne Person im Proseminar erwarten wir, dass ihr das selbstständig macht, dass ihr die Arbeit, den Literaturüberblick alleine erarbeitet. Das heißt, ihr seid der alleinige Autor. Aber ihr gehört natürlich da drauf. Ihr müsst auf der Veröffentlichung oben, also Veröffentlichung ist ein bisschen zu weit gegriffen, weil Proseminar Einreichungen, Paper typischerweise nicht veröffentlicht werden. Aber wir wollen ja in diesen Prozess rein, wir wollen euch dahin bringen. Natürlich braucht ihr einen Titel. Der ist manchmal direkt vorgegeben im Proseminar, manchmal solltet ihr euch den selbst überlegen. Das ist im Wesentlichen das Thema, eine Überschrift zu dem, was ihr behandelt. Und der kann sich vielleicht auch im Laufe des Semesters entwickeln und dann nochmal verändert und verfeinert werden. Dann gibt es English Abstract, das ist eine Zusammenfassung der Arbeit, ein Überblick, was in der Arbeit behandelt wird. Dann haben wir die Einleitung und ab hier sind es die Sachen, die wir auch jetzt wiedererkennen von der Masterarbeit, die ich eben gezeigt habe oder von dem Inhaltsverzeichnis. Dann haben wir eben zum Beispiel einen Grundlagenabschnitt, wo wir eben sagen, das alles braucht man noch als Wissen, um das, was ich hier behandle, zu verstehen. Was man eben noch nicht kennt, typischerweise aus dem Informatikstudium. Und da könnt ihr euch gern dran richten, also wenn Proseminar in einem bestimmten Semester ist, was weiß man in diesem Semester schon aus der Informatik, aus vorgehenden Veranstaltungen? Das muss ich also da nicht mehr erklären und ich muss eben nur die Sachen im Detail erklären, wo ich da darüber hinausgehe, was man dann noch zusätzlich wissen muss. Da gibt es noch so eine Alternative zu. Statt den Grundlagen kann ich auch ein motivierendes Beispiel bringen. Das ist meist ganz nett, gerade wenn man das so als laufendes Beispiel macht. English Running Example. Das heißt, man führt ein Beispiel ein, an dem man das Problem erläutert, das da betrachtet werden soll in dieser wissenschaftlichen Abhandlung. Und das Beispiel wird auch später wieder aufgegriffen, um bestimmte Sachen daran zu erklären. Dann kann man eben den Abschnitt auch direkt Motivating Example nennen und dann rücken die Konzepte, die Grundlagen so ein bisschen in den Hintergrund und die erklärt man nebenher bei diesem Beispiel. Dann gibt es einen Abschnitt, das kommt ein bisschen darauf an, ob man den braucht oder nicht, das Problem Statement. Das heißt, was ist das Problem, was hier adressiert wird? Und da gibt es sozusagen klassische Beispiele, wo das vollkommen klar ist. Also ich muss nicht motivieren, warum man sortieren will in der Informatik. Und ich muss auch nicht motivieren, warum man das Problem P gleich ist P gleich NP, warum man das adressiert oder sich darum kümmert. Es gibt allerdings Probleme, die subtiler sind, wo man das Problem nicht unbedingt gleich sieht. Und hier kann es sinnvoll sein, einen separaten Abschnitt zu machen, wo man das Problem nochmal genau beschreibt. Und jetzt kommt der eigentliche Beitrag. Und hier ist es so, dass da meist noch, ja, also das ist hier so eine generische Übersicht, nämlich was ist der Stand der Technik und was in Zukunft hier Herausforderungen, zukünftige Herausforderungen, die vielleicht schon in den anderen Veröffentlichungen drinstehen und man sammelt die zusammen, vielleicht auch welche, die man selbst sieht und selbst schon identifiziert hat. Diese zwei Abschnitte, das ist wie gesagt so ein Grundgerüst, wie man das machen könnte. Allerdings hängt das stark vom Thema ab und das ist auch eine Sache, wo ich euch auch bitten würde, das mit den entsprechenden Betreuern abzusprechen. Gegebenenfalls habt ihr sogar so einen iterativen Prozess, wo ihr eine Struktur vorschlagt und die dann Feedback vom Betreuer dazu bekommt. Dann kommt das Fazit, die English Conclusion und unsere Referenzen. Dazu hier nochmal Hinweise, im Prinzip habe ich das schon gesagt, es gibt also zwei Möglichkeiten, entweder so Grundlagen zu machen oder motivierendes Beispiel, beides ist eher unüblich, ist möglich, aber unüblich. Das Problem Statement nutzt man also insbesondere dann, wenn das Problem noch nicht so klar ist. Und wie der eigene Beitrag, also euer Literaturüberblick, wie der strukturiert wird, das hängt sozusagen auch vom Thema ab, weil vielleicht ergibt auch das Thema eine schöne Struktur. Und da werden wir auch im dritten Teil wo es um die Peer Reviews geht, werden wir auch mal sehen, wie eine Struktur sich gestalten kann.
Jetzt für euch eine Folie, die sicherlich nicht sonderlich schön und didaktisch wertvoll aufbereitet ist, sondern für euch eigentlich eher zum Ausdrucken, zum beim wissenschaftlichen Schreiben daneben legen und dass ihr diese Fragen vor Augen habt. Diese Fragen sollen euch helfen, das sind Fragen für jeden einzelnen Abschnitt, und die sollen euch helfen zu verstehen, welche Informationen, welche eure Gedanken über das Thema, was ihr behandelt, finden, wo Zuspruch sozusagen, also wo sollten die hin, die Gedanken. Und tatsächlich ist das auch vielleicht eine Technik, die euch helfen kann beim wissenschaftlichen Schreiben. Ihr sammelt erstmal Gedanken, macht euch ein paar Notizen und diese Notizen versucht ihr erstmal einzuordnen. Ist das was, was ich in der Einleitung beschreiben muss? Ist das was von den Grundlagen? Ist das vielleicht ein Schlüsselwort, was in den Titel gehört? Dazu diese Fragen, die ich mir da überlegt habe. Das heißt erstmal die Frage, worum geht es eigentlich in eurer Arbeit? Und das wollt ihr möglichst kurz und prägnant natürlich sagen. Titel muss man ein bisschen aufpassen. Man versucht gern auch, gern gerade so am Anfang vom Studium, da vielleicht manchmal ein bisschen zu generisch. Und dann klingt es eher nach einem Buchtitel, was irgendwie ein Thema auf 1000 Seiten abhandelt. Aber da sozusagen könnt ihr auch Feedback von den Betreuern einfordern dazu. Dann die Einleitung, das ist die Frage, was ist eigentlich die Motivation für diese Arbeit und im Wesentlichen bei ProSeminar für diesen Literaturüberblick? Warum schreibe ich diesen Literaturüberblick? Und da geht es jetzt nicht darum, naja, weil ich irgendwann den Bachelor haben will oder weil mein Betreuer gesagt hat, das Thema hier ist noch frei, sondern da geht es um die Motivation, warum sollten andere motiviert werden, das zu lesen, das weiterzulesen, ja, weil ihr... Man liest das unter Umständen von vorne weg, Abstract, dann Einleitung, und ihr wollt ihn nicht in der Einleitung verlieren, sondern ihr wollt in der Einleitung klar machen, warum sollte man jetzt weiterlesen. Dann gibt es die Grundlagen, da habe ich schon relativ ausführlich drüber gesprochen, also welches Wissen ist notwendig, um die folgenden Ausführungen zu verstehen, also tatsächlich unnötige Sachen auf jeden Fall weglassen, das ist auch so ein Tipp, dann später für Bachelor-Masterarbeiten, und was ist im Prinzip eben nicht bekannt, bei der Großteil oder bei nahezu allen Lesern. Das nahezu alle ist eben, es ist ein bisschen schwierig, alle Leser im Voraus zu kennen, und es ist vollkommen klar, dass jetzt die Leser in einem ProSeminar, das sind eure Betreuer und das sind andere Studierende, kommen wir im dritten Teil drauf, beim Peer Review. Ihr schreibt ja sozusagen das für einen Bereich, in dem sozusagen die Forschung passiert. Und da ist natürlich wichtig, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was könnten die schon wissen. Wenn ich also für Informatiker schreibe, dann kennen die die Sachen, die im Informatikstudium behandelt wurden. Motivierendes Beispiel, sozusagen, welches Beispiel würde mich selbst motivieren oder an welchem Beispiel kann ich das Problem nett erläutern? Was ist das Problem, was adressiert wurde und warum ist das wichtig? Warum sollten sich Leser dafür interessieren? Ihr merkt also, das ist nochmal, gibt es durchaus natürlich Overlaps sozusagen, also eine inhaltliche Überschneidung zur Einleitung, aber hier nochmal deutlich konkreter auf, was ist eigentlich das Problem? Ne? Was ist dein Problem? State of the Art, also Stand der Technik, was für existierende Ansätze, Evaluierungen, Algorithmen gibt es? Was sind deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Und das ist wichtig, was wir auch schon von euch erwarten im ProSeminar, dass ihr lernt zu abstrahieren. Und das heißt, dass man eben nicht einen Abschnitt macht für eine wissenschaftliche Arbeit, die ich irgendwo gelesen habe, und dann in zwei, drei Absätzen das zusammenfasse, sondern dass ich versuche zu aggregieren, was haben denn die Arbeiten gemeinsam, was sind Unterschiede. Dann zukünftige Voraussetzungen, habe ich auch schon etwas darüber gesprochen, vor allem mal irgendwie die zukünftigen Herausforderungen, die andere in der Literatur schon sehen, unter Umständen, und da kommen wir eher Bachelor-Master-Seminar hin, dass wir euch dahin bringen wollen, dass ihr auch selbst Forschungslücken vielleicht identifizieren könnt. Dann das Fazit, was waren meine Haupteinsichten von dem Survey? Das heißt, das kann auch durchaus ein bisschen persönlich werden. Was habt ihr selbst dabei gelernt? Was waren eure wichtigsten Einsichten, um die mit den Lesern zu teilen? Und dann am Schluss, wo findet man jetzt eigentlich die Literatur, die im Laufe der ganzen Abhandlung zitiert wurde? Gut. Jetzt zum Schluss des Teils der Vorlesung möchte ich einen Schnelldurchlauf über so typische Probleme geben beim wissenschaftlichen Schreiben und wie ihr damit umgehen könnt, was so ein Tipp ist, wie ihr damit das Problem umgehen könnt.
Es gibt viele Aufgaben im Studium, die gerade am Anfang sicherlich mehr Spaß machen als den meisten immer. Zum Beispiel Programmieraufgaben in irgendeiner anderen Veranstaltung, die ihr vielleicht parallel habt, die machen vielleicht irgendwie mehr Spaß und deswegen investiert ihr da mehr Zeit und weniger Zeit in das wissenschaftliche Schreiben. Und so ein Tipp könnte sein, wenn das am Anfang für euch eine Aufgabe ist, die euch eben vielleicht noch nicht so viel Spaß macht, wo ihr vielleicht noch so reinkommen müsst, das wissenschaftliches Schreiben kann irgendwann Spaß machen, aber am Anfang typischerweise nicht. Und da ist eben die Frage nach Selbstbelohnung. Ja? Versucht euch selbst irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, euch nach längeren Schreibteilen irgendwie zu belohnen oder zu sagen, an dem Tag möchte ich eine Seite schreiben und danach was auch immer, ja, habe ich Freizeit oder danach mache ich sozusagen Aufgaben wie das Programmieren. Gut, das vielleicht da auch noch ein Hinweis. Also ich glaube, dass man wissenschaftliches Schreiben immer auf den Vormittag legen sollte, wo man noch 100% Aufmerksamkeit hat. Ich glaube nicht, dass das was ist so für die späten Abendstunden, weil man da mehr Fehler einbaut, die man nachher halt wieder entfernen muss. Das ist natürlich auch ähnlich beim Programmieren, aber vielleicht kann das sowas sein, Vormittag schreiben, Nachmittag programmieren. Das Zweite ist, es gibt immer Dinge oder oft Dinge, die wichtiger sind, die dringender sind, Verzeihung, als das wissenschaftliche Schreiben. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir euch eben auch viel Zeit geben, dass man eben zum Beispiel 6 Wochen hat oder 5 Wochen, um irgendwie was zu schreiben oder eben das ganze Semester insgesamt. Und da ist ganz wichtig, dass ihr ein gewisses Zeitmanagement für euch entwickelt, so wie es für euch funktioniert, dass ihr einen Wochenplan zum Beispiel erstellt. Dass ihr sagt, in dieser Woche möchte ich Folgendes erreichen, ich möchte hier 2 Seiten schreiben, ich möchte diese 5 Arbeiten lesen oder ich möchte 5 Arbeiten lesen, davon sind diese 3 und dann gucke ich mal, was sich da noch ergibt. Und dann wirklich auch daran festzuhalten, an diesem Zeitplan. Ja, und das ist sozusagen, ich meine, generell eine Technik natürlich für euer Studium, dass ihr Zeitmanagement natürlich auch lernen sollt, euch selbst zu organisieren. Gut, dann ist mein freudscher Versprecher gerade, passt gut zu diesem nächsten Thema, nämlich der Unterschied zwischen wichtigen und dringenden Dingen. Ja, und das wird auch häufig synonym benutzt, aber die haben durchaus eine andere Bedeutung. Wichtig sind Sachen in eurem Studium, wenn sie benötigt werden, damit ihr den Abschluss Bachelor bekommt. Dringend sind sie, wenn ihr das am nächsten Tag fertig haben müsst oder wenn ihr nächste Woche fertig sein müsst mit der Aufgabe, dann werden sie dringend. Und jetzt ist es natürlich so, dass ihr einzelne Aufgaben habt, manche Sachen in manchen Fächern müsst ihr vielleicht wöchentlich was abgeben. Und beim Schreiben braucht ihr aber ein bisschen Zeit. Das heißt, da gibt es meist mehr Zeit. Das heißt, Sachen sind nicht so dringend, aber sie sind natürlich genauso wichtig. Und allein das zu verstehen, da gibt es einen Unterschied zwischen wichtig und dringend und dass man eben an wichtigen Arbeiten arbeitet, also eben das wissenschaftliche Schreiben, das Proseminar, bevor sie tatsächlich dringend werden. Weil dann kann man nur Nachtschichten einlegen und da habe ich eben schon drüber gesprochen, dass ich das für nicht so gut halte beim wissenschaftlichen Schreiben. Dann ist es so, das ist durchaus menschlich und das geht mir auch nach vielen Jahren noch so. Man liest halt Sachen und man kann davon nicht alles behalten. Es gibt da ein paar Menschen, die da sehr, sehr begabt sind, dass sie alles behalten, was sie irgendwann mal gelesen haben. Aber den meisten Menschen geht das nicht so. Und dann ist es gut, wenn ihr zum Beispiel die Paper ausdruckt und da Notizen drauf macht. Gern auch in der digitalen Form, in den Paper rummalen, wenn ihr irgendwie einen Stift habt, der mit dem auf einer digitalen Oberfläche irgendwie Anmerkungen machen könnt oder aber eben einfach PDF-Annotationen. Ja, und das ist durchaus wichtig, dass ihr während dem Lesen euch immer schon Notizen macht und diese Notizen dann später verwendet. Dann ein sehr typisches Problem, was allerdings beim wissenschaftlichen Schreiben besonders schlimm ist, sind Ablenkungen, nämlich so Unterbrechungen. Und die können euch sehr unproduktiv machen. Was heißt das? Sagen wir, ihr habt so eine Stunde Zeit. Und in der Stunde wollt ihr jetzt irgendwie was aufschreiben und habt euch vorgenommen, eine halbe Seite aufzuschreiben von eurem Proseminar-Paper. Wenn jetzt nach 5 Minuten die erste Push-Notification auf eurem Handy ankommt, dann seid ihr gedanklich so raus, das wirft euch unter Umständen 5 Minuten zurück. Dann seid ihr wieder am Start. Und manchmal braucht man nach solchen Ablenkungen, sei es ein Anruf, eine Mitteilung von einem Messenger oder Nachrichtendienst oder ähnliches auf eurem Handy,
die kann euch teilweise 10 Minuten, eine Viertelstunde und eine längere Unterbrechung kann euch auch eine halbe Stunde rausbringen. Da gibt es inzwischen relativ viel Forschung zu. Ich kenne die vor allem jetzt aus dem Bereich Programmieren. Und das ist so, dass man tatsächlich versucht, Dinge zu entwickeln, damit Programmierer nicht so oft unterbrochen werden beim Programmieren. Und das ist auch wichtig, dass ihr euch einen Zeitslot reserviert, der mindestens mal 2 bis 3 Stunden ist, besser zum Beispiel den ganzen Vormittag, wo ihr sagt, jetzt schalte ich das Handy aus, jetzt versuche ich sozusagen alle Messenger auszuschalten, damit ich mich jetzt wirklich darauf konzentrieren kann. Dann kann es sein, dass selbst wenn ihr das alles abgeschaltet habt, dass es euch schwerfällt, euch aufs Schreiben zu konzentrieren und überhaupt da irgendwie reinzukommen. Und was ihr dazu machen könnt, die meisten von euch kennen Techniken zum Brainstorming, Mindmaps, Notizen machen oder ähnliches aus der Schule. Schreibt, wann immer ihr Ideen habt, diese Ideen einfach auf. Die Gedanken, die ihr habt, vielleicht auch schon, vielleicht erstmal unsortiert und vielleicht auch schon zu welchem Abschnitt die später passen könnten. Deswegen auch der Gedanke eben jetzt hier zur Struktur. Das heißt, wenn euch diese Gedanken kommen, schreibt die einfach erstmal auf. Dann sind sie weg aus euren Gedanken und dann kann sich euer Gehirn auf die anderen Teile konzentrieren. Zum Beispiel, wenn ihr gerade die Einleitung schreibt und euch kommen Gedanken, wie man den Algorithmus machen kann oder einen Unterschied oder eine Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Arbeiten, dann macht da kurz eine Notiz. Das dauert ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute, aber dann ist der Gedanke weg und dann könnt ihr euch wieder auf den Abschnitt konzentrieren, an dem ihr gerade arbeitet. Dann gibt es das Empty Sheet of Paper Problem, das heißt, ihr sitzt vor einem leeren Blatt und es ist schwierig, irgendwie überhaupt anzufangen mit dem Schreiben. Und da ist es so eben wichtig, die Gedanken einfach aufzuschreiben, irgendwie erstmal Bullet Points, so Stichpunkte zu machen und dann vielleicht erstmal Notizen zu machen und später überlegen, in welchen Abschnitt und in welchen Absatz sollen welche Gedanken dann zusammenkommen. Und es lässt sich deutlich leichter so umsortieren, wenn ihr einfach nur Stichpunkte habt. Weil wenn es nachher ausgeschrieben ist, sind Änderungen wie ich verschiebe das in den Abschnitt meist mit mehr Aufwand verbunden. Ja, das ist so ähnlich wie bei der Softwareentwicklung, dass man versucht, so Anforderungen relativ früh fest zu definieren. Das letzte Problem, auf das ich eingehen möchte, ist, wenn man die Einleitung erstmal schreibt und danach Referenzen dafür suchen will, für die Behauptung, die man da drin gibt, also sortieren ist ein wichtiges Problem der Informatik oder NP gleich P ist ein viel studiertes Problem in der Informatik, dann ist es relativ schwierig, wenn ihr euch erst den Text überlegt und dann passende Referenzen findet. Besser ist es, wenn ihr bereits beim Lesen der wissenschaftlichen Arbeit euch Notizen macht und sagt, diese Arbeit möchte ich in meiner Einleitung zitieren für folgende Behauptung. Und das heißt, dass ihr euch erst Referenzen sammelt und dann den Text drumherum schreibt. Ja, das funktioniert sicherlich nicht immer so, manchmal muss man das im Nachhinein, aber im Nachhinein alle Arbeiten nochmal durchzugehen und zu gucken, wer etwas Ähnliches behauptet hat oder eben dafür Nachweis hat, das ist relativ schwierig. Und damit sind wir durch mit dem zweiten Teil. Ich wollte euch motivieren, warum wir Struktur brauchen im wissenschaftlichen Schreiben, wie eine typische Struktur für eine Masterarbeit. Da haben wir so ein bisschen drauf geguckt, um uns zu motivieren und zu sehen, wo die Reise hingeht. Aber vor allem die Struktur für eben euer Proseminar-Paper. Und ich habe versucht, euch am Schluss mit so ein paar typischen Problemen aus meiner Erfahrung und da so ein paar Hinweise zu geben, wie ihr damit umgehen könnt. Und auch hier im Moodle gegebenenfalls da wieder Aufgaben oder Dinge, die ihr jetzt gut vor dem nächsten Video machen könnt. Dann viel Spaß dabei und bis später.